Willkommen zurück, meine lieben Zugucker, zu Mafia 3. Wir stehen hier vorm Kino. Und da werden wir jetzt reinmarschieren und den letzten von Two Dicks Glücksspiel vollstrecken. Aber hier komme ich nicht rein. Peinlich. Achtung. Peinlich, Lincoln, peinlich. So ein starker Auftritt und dann so am Schwächeln. Okay. Dann machen wir das so. Hi. So, und hier geht's rein. Hallo. Lincoln away! Lincoln away? Lincoln away! Okay, ich mach's jetzt auf die kurze, schmerzhafte Art. Und Schadenssumme habe ich auch erreicht, sauber. Dann kann ich nämlich direkt zu dem Danny Little zurückkehren. Ohne hier groß mich dran aufhalten zu müssen. Saubere Aktion. Ein präziser Kill, das hätte Snake nicht besser hingekriegt. Auf jeden Fall. So, was habe ich denn hier jetzt noch? Zerstöre Spielautomaten. Okay, da pfeife ich jetzt mal drauf. Ich habe die Schadenssumme erreicht, das soll dann auch reichen. Das soll dann auch gut sein. Die Quest verliere ich dann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht eine Trophäe kriege. Oder eine Trophäe verliere, sage ich mal besser. Wenn ich... obwohl ich müsste hier unten auch... Ach, da ist Eddie Kenner noch, richtig. Ah, den habe ich ganz vergessen. Den muss ich auch noch machen. Ach, fuck. Den muss ich auch noch machen. Dann fahre ich jetzt erst hier hin. Okay. Ich muss Eddie Kenner ja auch noch befreien. Das habe ich ja ganz vergessen. Ach, Scheißendreck. Dann muss ich da sowieso noch hoch. Und dann nehme ich hier die Spielautomaten noch mit. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob es eine Trophäe gibt für alle Unterquests in einer Hauptquest, wie auch immer man es nennen soll, gemacht zu haben. Denn bislang habe ich noch keine ausgelassen. Und das wäre eigentlich cool, wenn es dabei bleiben würde. Gutes Jagdwetter. Auf jeden Fall, ich jage jetzt. Bleib. Was soll das denn? Schlägst du, ich lese dich. Hallo. Ich brauche Hilfe. Irgendein Irrer schießt mir alles zusammen. Ein Irrer? Wo ist der denn? Haben die jetzt echt diesen Spielautomaten bewacht, der hier vor den Waschmaschinen steht? Achtung an alle Einheiten. Wer stellt denn hier Spielautomaten auf? Das ist doch völlig sinnlos. Und ich kann hier auch nichts machen. Das ist doch jetzt schon wieder doof. Jetzt bin ich hier ganz umsonst hingerannt, oder was? Ah, ich bin voll. Ja, was ist jetzt hier mit dem Spielautomaten? Kann ich ihn jetzt nicht kaputt machen? Jetzt muss ich hier erstmal gerade Lincoln Away machen. Ach man. Versuchen wir es mal da drüben. Ach, irgendwie läuft das gerade nicht so bei mir. So, das war's schon wieder. Wir haben schon wieder aufgegeben. Ich könnte diesen Spielautomaten gerade nicht zerstören. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht kann ich ihn nicht zerstören, weil ich die Schadenssumme schon erreicht habe. Aber dann dürfte er mir die Quests auch eigentlich nicht mehr anzeigen. Ich kann nichts machen hier. Ja, das ist ja auch doof. Das ist ja jetzt auch doof, ne? Ist dieser Bimbo so dämlich, wie er aussieht?
Ich werfe mal spaßeshalber einen Molotow da hinten hin. Auch wenn ich dann natürlich die Cops wieder am Arsch habe. Siehste wohl. An alle Einheiten. Verdächtiger ist bewaffnet und gefährlich. Zugriff nur mit Aber so, oh, aua! Was ist denn dein Problem? Tja, jetzt könnte ich die Spritze gebrauchen, die es da in dem Laden gab. Mann, doof. Okay, ich fahre jetzt nach Danny Little, denn den muss ich auf jeden Fall noch befreien, bevor ich da oben mit dem Typen spreche. Vor der Polizei kannst du dich nicht verstecken. Vor der Polizei kann ich mich super verstecken, weil die Polizei total dämlich ist. So, das wird jetzt ein bisschen dauern. 1,6 Kilometer ist nicht gerade in der Nähe. Aber alles in allem ist die Stadt gar nicht so riesig. Oh. Arschloch. Und dann schauen wir mal nach Eddie Kenner. Was auch merkwürdig ist, wenn ich jetzt zu dem komischen Little-Typen gehen würde, würde ich ja wahrscheinlich alle Quests abbrechen. Und damit würde ich auch die Eddie Kenner-Quest abbrechen. Und würde ihn dann ja gar nicht befreien. Ist ja irgendwie sinnlos, weil das ist ja eigentlich Sinn und Zweck dieser ganzen Sache, oder nicht? Keine Ahnung, ich kriege von der Story nicht viel mit, muss ich sagen. Die ist nicht sonderlich interessant. Oh, hätte ich nicht da hinten irgendwie rüberfahren können? Ich fahre einen riesen Umweg hier. Naja, gut. So sei es. Fahren wir halt ein bisschen durch die Gegend. Und diese ganzen Lichteffekte. Naja. Ein bisschen übertrieben, finde ich. Nicht, dass es schlecht aussehen würde, sieht schon irgendwie beeindruckend aus, aber es ist einfach ein bisschen too much. Aber nicht schimpfen. Was haben wir hier denn für ein schmuckes Haus mit dicker, fetter amerikanischer Flagge davor? Weiß es nicht. Das ist bestimmt das Rathaus von New Bordeaux. So, hier gibt's Heels. Die nehme ich gerade noch mit. Auch auf die Gefahr hin, dass hier gleich schon wieder die Cops gerufen werden. Ne, werden sie nicht. Werden sie nicht, denn hier kann ich einbrechen. Es ist kein öffentliches Geschäft. Ja, wohl. Trotzdem sind hier Leute drin. Hm, okay. Es ist schon ein öffentliches Geschäft. Ich bin nur durch die Hintertür reingekommen. Aber aufs Klo darf man ja eigentlich immer gehen. Obwohl manche Restaurants sich auch da ein bisschen anstellen. Die sagen dann, hey, hier, du bist schwarz, du kommst hier nicht rein. Aber das stört einen Lincoln Clay doch nicht. Wo ich denn jetzt mein Auto geparkt? Hey dude, where's my car? Ja, nee, ist klar. Scheiße, Leute. Was war da denn jetzt? Ameisenknochen oder was? Ich bitte euch. Verdammte Hacke. Ihr macht mich fertig, ey. Ah, da unten ist diese Alma-Quest. Da geht's aber auch gut zur Sache.
Haben wir hier auch. Ich glaube, wir haben Ärger. Ach was. Ich glaube, du bist gleich Krokodilfutter, da schwimmt schon eins. Und es schreit deinen Namen. Zack, da hat's zugeschnappt. So, okay, weiter geht's. Aber ich muss hier ein bisschen leise vorgehen, was aber auch nicht einfach ist. Verdammt nochmal, ich hab genug Ärger am Hals. Ich fütter erstmal Krokodile hier. Das wird mein Hobby. Vielleicht werde ich es sogar beruflich machen. Mal schauen. Wenn das mit der Mafia-Karriere nicht so klappt. Schwupp. Ich habe Futter für euch. Njam, 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 njam. Nom, 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 nom. So, der nächste bitte. Das ist echt eine scheiß Gegend hier, muss man sagen. Wirklich viel mit rumschleichen ist hier nicht. Na gut, das hat doch ganz gut geklappt. Lincoln. So, jetzt wird's spaßig. Jetzt werden wir hier einfach mal einmarschieren. Und jetzt wird hier gleich die Party abgehen. Na, denkst du, ist nur einer drin? Sah nach mehr aus. Er hat sich etwas beruhigt. Du hast ihn aber nicht, Nö, wir haben ihn bloß zuschauen lassen, wie einer der Jungs die Alligatoren gefüttert hat. Ja, das war ich. Vielleicht habe ich ja auch angedeutet, so, das Fleisch könnte von Menschen stammen. Go away. Gut. Denn wenn Eddie diesen Kampf nicht schmeißt, kriegen die Alligatoren... Komm, wir bringen dich hier raus. Kannst du laufen? Fleisch zu futtern. Ja. Gut. Du solltest nämlich weg sein, wenn Tulex Leute dich suchen kommen. Ich bin verdammt nochmal schon weg. So, Eddie Kenner. Go away. Ich muss hier gerade noch so ein bisschen sauber machen. Ich kann diesen Schweinestall nicht so hinterlassen. Oh, super. Super Aktion, ehrlich. Okay. Ja, du versteckst dich da, ich versteck mich hier, genau. Und dann hacken wir die Wand. Was denn? Was denn? Mach doch, Lincoln. Komm schon. Lass mich nicht im Stich. Ah, Lincoln, nein. Lincoln, warum? Nein. Ich geh in Deckung. Lincoln, geh hoch. Ich bitte dich. Schnappt euch diesen dämlichen Hund. Ach Mann, du bist so ein Trottel. Lincoln, komm schon. Oh, du bist so dämlich. Warum gehst du denn hier nicht hoch? Ach Mann, ey, ehrlich. Naja. Immerhin eine Trophäe. Wir waren Alligatorfutter. Warum klettert er denn nicht diese scheiß Holzplanke hier hoch, ehrlich? Ach Mann. Genau wie im Stadion, genau die gleiche Aktion. Mal kommt er drüber, mal kommt er nicht drüber. Mal kann er hochklettern, mal kann er nicht hochklettern. Na egal, wir wollen nicht schimpfen. Wir haben eine Trophäe gekriegt. Alles ist gut. Und wir haben jede Menge Geld verloren. Aber wir haben den komischen Typen befreit und das ist ja alles, was wir wollten. Jetzt müssen wir irgendwie wieder hier oben hinkommen. Es gibt hier denn jede Menge. Erpressung. Frage die Erpresserkuriere, okay. Gut, das machen wir aber später.
doch da drin. Wo bin ich hier? Seriously. Gibt's denn hier irgendwo ein Auto? Ich weiß nicht, ob mein Autolieferant bis hier hinkommt, aber ich kann es mal probieren. Nein, den will ich nicht, den will ich. Ich bin im Bayou und brauche was zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Das ist nett. So, er hält da oben, das Schwein. Jetzt muss ich auch noch laufen wegen dir. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Danke. So, und ich möchte jetzt, habe ich gesagt, hier oben hin. Gut, Roadtrip, Kinders, Roadtrip. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an Mafia 2 hier. Es gibt zwar Eisenbahnschienen, es gibt sogar Bahnhöfe. Aber Züge habe ich noch nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Ich meine, was ist so schwer daran, hier einen Zug ins Spiel zu machen? Das hat Mafia 1 sogar schon gekonnt. Nein. Kein Zug für mich. Ich mag Züge. Ich weiß nicht, das sind einfach so Details. Da komme ich einfach nicht drauf klar. Wenn es Schienen gibt, dann muss es auch Züge geben, die darauf fahren. Das ist einfach so. Es kommt doch auch nicht auf die Idee, Straßen ins Spiel zu machen und keine Autos drauf fahren zu lassen. Das ist doch sinnlos. Oder diese coolen Straßenbahnen, die es in Mafia 1 gab. Naja. Vielleicht erwarte ich einfach auch zu viel von den heutigen Spielen. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich hab da ja schon mal drüber philosophiert, über dieses ganze Thema. Ein Spiel ist irgendwie so halb fertig und dann wird's mit DLCs irgendwie immer weitergemacht zu dem, was früher mal ein ganzes Spiel war. Meistens bevor ein Spiel released wird, dann weiß man schon, wie viele DLCs kommen, was der Season Pass kosten wird, wie die DLCs heißen, was der Inhalt sein wird. Nein. Willkommen in der modernen Spielewelt. Ich find's scheiße. Mein Gott. Fahr doch nicht wie so eine besenkte Sau. Sieht natürlich aus, wenn dieser bullige Lincoln aus diesem kleinen Auto aussteigt. Das ist ein zu kleiner Wagen. So, du komischer Boxerfreak. Ich hab alles erledigt. Hey, was immer du gemacht hast, Eddie befreit oder so. Aber Tudix kam in der Boxhalle vorbei. War stinksauer. Was hat er gesagt? Hat sich mit einem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox Saloon. Trainier du weiter für den Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Okay, Johnny Tudix Peralta. Und dann wollen wir seine Two Dicks mal abschneiden. So, wieder rein in den zu kleinen Wagen. Aber dicke, fette Pellen hat er drauf. Okay, Wegpunkt ist schon gesetzt für mich. Waffentechnisch sieht es, glaube ich, auch noch ganz gut aus. Ich weiß es jetzt nicht. Ah doch, ich kann es sehen. Okay. Waffentechnisch sieht es sehr gut aus. Heals-technisch sieht es sehr gut aus. Also der Kampf kann steigen. Ich bin quasi gerüstet. Also quasi, gerade war ich das noch. Oh. Aus dem Weg. Ich hab's eilig. Ich muss einen Boxer verprügeln.
Hallo. Es gibt eine Trophäe für 5 Sekunden lang driften. Ich weiß nicht, wie man die kriegen soll. So. Willkommen, willkommen. Ach, hier war ich doch auch schon mal, oder? War ich hier nicht schon mal? War das nicht diese Schweinefabrik-Geschichte? Die sah irgendwie ganz genauso aus, der Eingang. Aber ich glaube nicht. Ich hätte einen Arsch voll Geld bei diesem Kampf gewonnen. Problem mit diesen erleuchteten Männern in der Bewegung ist, dass sie immer blöd, wenn da zwei Leute stehen. Das ist immer ein bisschen blöd. Das gefällt mir nicht. Ja, meistens kommen sie dann auch beide. Ich hab ihn! Kommt hierher! Nein, du... Was? Nein! Nein, danke. Wo ist er hin? Wie kannst du mich gesehen haben? Ich sehe da bloß 2 Stunden, in denen ich hätte schlafen können. Und lesen ist es dasselbe. Und Reader's Digest. So, alles gut. Lincoln kriegt das hin. Immer mit dem Riesenrad gefahren. So, da oben rennt einer auf der Brüstung rum. Da stehen 2, da stehen 1000 Leute. Da oben steht ein Scharfschütze. Puh, okay. Das wird aber richtig spaßig. Ich hätte mir vielleicht... Ich habe kein Screaming-Semi-Ding. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte ein bisschen noch mich um Sprengstoffe kümmern müssen. Gibt's vielleicht noch einen anderen Eingang? Das erscheint mir nicht ideal hier. Wie sieht's denn hier aus? Nope. Meistens gibt's ja mehrere Wege. Ich will mal gerade rumrennen hier um das Haus. Da gibt's bestimmt einen besseren Weg rein. Da ist noch ein Eingang. Rumlabern ist voll für den Arsch, Mann. Der Besitzer? Ein Arschloch. Aber Gary's Feinkostladen hat... Butter in Bordeaux. Okay. Da steht auch noch einer hinter. Sieht so aus, als würde man Barbieri... ...wissen der Radiowerbung. So, ihr wollt mir doch alle nichts, ne? Ihr steht doch nur hier rum. So, da ist noch eine Notiz. Okay. Bislang ist alles friedlich. So, und da oben ist schon mein Target. Sehr gut. Dann brauche ich mich um die anderen Jungs alle nicht kümmern, wenn ich da jetzt straight reinmarschiere. Gefunden wird, klar? Spürt dieses schwanzlutschende Arschloch auf und bringt ihn hierher zur... Ich habe die Jungs suchen lassen, Mr. Peralta, aber da ist nichts. Sieht so aus, als hätte er die Stadt verlassen. Kann ich durch das Fenster durchwerfen? Ich sitze hier tief in der Scheiße, Gene. Scheiße, yep. Gerade... Ich habe mich als einziger erwartet, in diesen Kampf Geld zu machen. So, du gehörst mir. Two Dicks Peralta. Wisst ihr, wie lange ich schon für die Marcanus arbeite? Hä? Ja. Was ist bloß los mit dieser... Lass mich nicht so... Aus dem Weg! So. Das war's nämlich. Wenn man den Boss ausschaltet, sind die anderen Gegner auch alle platt. Okay, und ich würde jetzt fast mal sagen, da ich die
Geschäfte sowieso verliere, sobald ich den Bezirk irgendwem zuweise, macht es ja Sinn, ich gebe jetzt alle Geschäfte erstmal sowieso Burke. Denn er soll auch später den Bezirk kriegen, weil ich will schon versuchen, dass jeder gleich behandelt wird. Denn auch da gibt es eine Trophäe für. Ja, du kriegst deinen scheiß Bezirk. Kein Ding. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt nur einen bevorzugt, dann ist das Geld, glaube ich, im Endeffekt höher, was man bekommt. Ich will lieber im Schlaf sterben. Aber ich will am Ende nicht gegen irgendwelche Unterbosse antreten müssen. Aus dem Weg. Nach meiner Ausmusterung da bin ich rumgezogen, ungefähr 3 Monate. Hab hier und da rumgejobbt, bin auch schon mal wegen der Schlägerei verhaftet worden. Dass ich in ein Seminar gehen will, Priester werden und so, das war schon irgendwie klar, hat dann aber doch noch gedauert. Nach dem Seminar machte Bischof Jenkins mich zum Leiter eines Heims für farbige Jungs. St. Michael's hieß es. Vom ersten bis zum letzten Tag war dieses Waisenhaus ein Drecksladen der übelsten Sorte. Aber ich war gern dort. Ich habe den Kids so gern geholfen. Okay. Clay, irgendwie verwandt mit Cassius? Wohl eher nicht. Den gleichen Gedanken hatte ich vorhin auch schon. So, da oben gibt's noch eine Weste. El Vesto. Gibt's sonst noch irgendwas hier? Irgendwie ein Bild oder sowas? Da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da noch. Hier ist noch Medizin. Medizin bin ich aber full. Aber irgendwas. Ich will lieber im Schlaf sterben. Ja, ja, alles gut. Irgendwas war da oben noch. Ich glaube ein Bild. Aber diesmal bin ich nicht im Büro geblieben. Beim letzten Geschäft war es ja so. Raus hier! So, alles klar. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass euch das gefallen hat, dieses Video. Und wenn dem so war, ich möchte diese Kasse klauen. Kann ich nicht. Egal, wenn dem so war, wenn euch das gefallen hat, was ich hier so von mir gebe, dann lasst mir doch ein Like da und ein Abo und einen Kommentar und was man alles so da lässt. Ein bisschen Geld vielleicht. Nein, Geld natürlich nicht. Ich will lieber im Schlaf sterben. So, wir verlassen dieses Gelände und ich höre auf, diese Scheiße zu labern. So, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.